Hey Digga, und Doppelwahr, willkommen hier zurück bei Digimon World 2003. Wir haben in der letzten Folge, haben wir uns Patamon, mit Patamon haben wir uns dann Monmon und Kotemon geholt. Das sind schon mal zwei weitere neue Digimon. Was jetzt noch fehlt, ist Wemon. Dafür brauchen wir, glaube ich, ein Gesamtlevel von 30, war das? Das sollte passen. Müssten wir jetzt halt nur noch nach Aska City kommen. Heil. Irgendwie. Somehow. Zumindest mit dem Driagetten sprechen. Das ist eigentlich das Wichtigere. Und der befindet sich meines Wissens nach in einem Protokollruin. Ich hoffe, es war so. Nicht, dass dann das Pale-Dramon in dem Protokollruin war. Das wäre ja sonst ein bisschen doof. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Danke. Die Digimon sind natürlich ein wenig stark hier. Ich hätte vielleicht jemanden anders mitnehmen sollen. Und dann in Aska City vielleicht nochmal tauschen sollen, aber ja gut, okay. Ich liebe ja das Risiko. Oh Gott. Ich werde so sterben. Ich muss es nur auf die andere Seite zum Zentralsektor schaffen. Dann ist alles gut. Dann habe ich für Patamon einen super Bereich zum, dass ich nicht draufgehe. Ich weiß nicht, unter Wasser könnte es vielleicht klappen. Könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber Westsektor ist halt noch ein bisschen nah für Level 16er. Würde ich mal schätzen. Ich würde es nicht riskieren, wenn ich nur ein Digimon habe, das irgendwie halbwegs kämpfen kann. Die anderen beiden sind ja noch auf Level 1. So, schauen wir doch mal. Kannst du auch zu was digitieren? Digitamon und Angewomon. Okay, dann nehmen wir doch mal Angewomon. Ich glaube, ich setze mich mal anders hin gerade. Da kann man mich vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, was ich sage. Und nicht wundern, ich werde mal ganz, ganz kurz den Stuhl etwas schieben. Auf dem ich sitze. So. Jetzt soll die Beine hoch auf den kleinen Hocker unterm Tisch. Wenn ich es schaffe, weil... eng. Okay, geschafft. So, jetzt geht's mir gut. Kampf. Es ist noch etwas unbequem, der Hocker ist viel zu weit weg. Kämpf mal, Angewomon. Ich muss mir noch meinen Hocker richten. So, geht es so besser? Ja, so ist besser. So ist sehr gut. Ich hoffe, man versteht mich auch noch halbwegs. Zumindest jetzt etwas besser, weil ich jetzt nicht mal die Beine vor meiner Brust habe, weil ich dann immer so komisch sitze. Einige Leute wissen, wie ich sitze, und das sieht dann immer sehr seltsam aus. Eventuell lasse ich das auch. Ich mache nicht ganz wirklich was an Schaden. Das ist einfach. Ich mache nicht genug Schaden. Das ist schade. Ha! Ah! Egal, ich kann mich auch hochheilen. Es wird ein wenig langwierig werden, aber das. Wird doch hoffentlich kein Problem sein. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir das Mikrofon auch noch ein Stück mehr holen soll. Apropos Mikrofon, heute soll ja endlich mal Reduziergewinde fürs Mikrofon kommen. Nein, danke, Roman! Reduziergewinde, ich hatte mir mal vor knapp einem Monat oder so, hatte ich mir mal eine neue Spinne gekauft und so einen neuen Mikrofon-Tischständer, weil ich meins ja für den Umzug wegschmeißen musste. Beziehungsweise ich habe zumindest die Spinne aus Versehen weggeschmissen, weil ich nicht daran gedacht habe. Der Ständer war zu groß fürs Auto. Leider passen Spinne und dieser Tischständer nicht zusammen. Das heißt, ich kann die Spinne nicht auf den Tischständer schrauben. Jetzt hängt das so sporade aufeinander. Es hält, aber naja, es ist halt nicht so, wie es eigentlich jetzt gerade stehen sollte. Deswegen, heute kommt endlich mein Reduziergewinde, das ich mir bestellt hatte. Zusätzlich, nachdem ich mich von meinem Online-Händler des Vertrauens beraten lassen. Lustig war auch, ich hatte
zuerst Spinne und Ständer bestellt. Kam auch relativ schnell hier in Österreich an. Habe ich gemerkt, es passt nicht. Habe mich dann mit denen in Kontakt gesetzt und dann, ja, Reduziergewinne bestellt. Und da das Lustige war dann, ich Derpy Wolf, habe bei der Bestellung meine alte Adresse angegeben, weil das ist jetzt doof. Habe meine alte Adresse angegeben gehabt und naja, das Paket konnte halt nicht zugestellt werden, weil ich nicht in Frankfurt bin. Lebensdisk, ja, genau, das ist eine gute Idee. Das ist übrigens Kotemon, aber das liest man ja auch oben. Wenn Kotemon das überlebt, bin ich stolz. Schade. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Wir nehmen mal Digitamamon. Das hat wenigstens schon ein paar normale Attacken. Angewurmon kann ja leider noch gar nichts. Und ja, und da hatte ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und dann habe ich denen meine neue Adresse gegeben. Jetzt haben sie es normal geschickt und jetzt soll es heute ankommen, hat die Sendungsverfolgung gesagt. Es befindet sich gerade in Zustellung. Wie war das mit gerade? Es hat ein paar Attacken. Es hat nur Hypnogas. Was soll denn das? Ich dachte, es könnte mehr. Ja, so kann man sich irren. Dolphmon ist eingeschlafen. Dolphmon eingeschlafen. Warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Patamon erreicht Level 17. Toll! Dir, du kriegst noch mehr Level-Ups, weil dann kann ich Wemon nicht mehr machen. Also schmink dir deine Level-Ups ausnahmsweise mal ab. Bau. 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 Falsche Richtung. Falscher Kampf. Ein Dolphmon, again. Ich sollte vielleicht Digitamamon als Kampfdigitation einschalten. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Wäre eventuell keine schlechte Idee. Muss ich gleich machen. Hypnogas. Was? Dolphmon ist nicht eingeschlafen. Na gut, aber ich habe moderaten Schaden gemacht. Das muss man mal lassen. Hypnogas. Blöder Delfin hat sich verteidigt. So eine richtige Wasserschlacht. Hypnogas! Dolphmon eingeschlafen. Dolphmon schläft. Dolphmon wach. Dolphmon Attacke. Digitamamon Verteidigung. Dolphmon besiegt. Angemon Level Up. Digitamamon Level Up. Lalala. Lalalala. Lalalala. Heute holen wir uns Wemon. Zumindest einen Triagent. Ja, oh ja. Lalala. Ich wüsste, glaube ich, auch schon, über was ich reden könnte. Also zumindest so ein bisschen. Wann kommt das Video hoch? Okay, ja, das ist ungefähr eine Woche zwischen. Ihr könnt euch sicherlich noch an letzte Woche erinnern, wo ja... Was? Verdammt, ich bin auf der falschen Seite vom Westsektor rausgegangen. Egal.
Ihr könnt euch ja sicherlich noch an letzte Woche erinnern. Da hat die gute Bibi ein Lied rausgebracht. Dieses, wie heißt denn das? Genau so heißt das, ja. Danke. Und ich musste schmunzeln, als ich dann am nächsten Tag, hatte ich tatsächlich schon gelesen, dass das Video es in die internationale Liste der am die Videos, die halt schlecht bewertet wurden, in die internationale Liste von YouTube hat es geschafft. Es hat sich direkt von 0 auf Platz 8 in dieser Liste geschossen. Mit knapp 1,5 Millionen Dislikes. Es ist, ja, es sagt eine Menge aus, würde ich sagen. Dass das Lied nicht gut ankommen würde, habe ich mir schon irgendwie gedacht. Mir ist Bibi ja eigentlich total egal. Nur, als ich das dann gelesen hatte, habe ich gedacht, wow, das Lied scheint ja echt scheiße zu sein. Wenn die ganzen Leute das so fertig und niedermachen. Und dann sieht man doch überall Videos von anderen, die meinen, es wäre geklaut. Zumindest der Rhythmus wäre so von irgendeinem Lied aus der kostenlosen YouTube-Bibliothek. Ja, vielleicht digitiere ich doch lieber wieder zu Digital Momo, was ich wieder vergessen habe. Kann Digitation zu stehen. So. Jetzt habe ich leider den Faden verloren. Also ich war gerade irgendwie beim Bibi. Auf jeden Fall finde ich sehr interessant, dass sie es direkt auf Platz 8 geschafft hat und dass das Video, dass das Lied scheinbar so schlecht ankommt. Für eure Information, falls ihr diese Liste noch nicht kennt oder sowas, falls es euch interessiert, was auf Platz 1 dieser Liste ist, also ich weiß zumindest die ersten beiden Plätze auswendig, als ich geguckt hatte mal, auf Platz 1 liegt Justin Biebers Lied Baby und auf Platz 2 ein Video von, ich glaube, PewDiePie mit dem Titel kann dieses Video 1 Million Dislikes erreichen. Nun ja, also bei dem Platz 2, das finde ich gut, es wurde natürlich sehr viel schlecht bewertet. Aber er hat ja auch danach gefragt. Und es ist ja nicht so gewesen, als wäre es eine schlechte Leistung jetzt. Wohingegen Justin Bieber oder Bibi oder Apo Red, der mit seinem Saturday-Dingens-Video da auch irgendwo auf Platz 10 bis 20 irgendwo da rumdümpelt, glaube ich, ist schon was anderes. Ist auf jeden Fall was anderes. Und ich weiß nicht, ob ich darüber noch länger reden möchte. Es ist ja so eine Geschmackssache. Für mich ist das Lied jetzt nichts gewesen. Es kommt natürlich auch auf die Zielgruppe an. Denkt mir aber auch für hat mir aber auch so gedacht in Bezug auf ihr Gesamtbild vom Kanal. Small Heel, toll. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ist ihr Publikum an Zuschauern wirklich so jung beeinflussbar und ich möchte jetzt nicht beleidigend wirken. Ich möchte wirklich nicht beleidigend wirken, aber dumm? Ein bisschen vielleicht? Weil das so rein inhaltlich macht das Lied, finde ich, nicht so wirklich Sinn. Die Melodie finde ich immer noch so am
angenehmsten davon. Vor allem den Bezug Liedtext zu dem, was man halt im Video sieht. Was mich am meisten verstört hat, ich habe das Video natürlich komplett mal mehr angeguckt, um mir selber eine Meinung zu machen. Es muss ja sein, man kann ja nicht über irgendetwas herziehen. Oh, hallo Gesemon. Man kann ja nicht über irgendwas herziehen, ohne es vorher sich selbst eine Meinung gemacht zu haben oder sich nur auf den Eindrücken anderer zu stützen. So. Jetzt ist es so, dass ich das Ende, oh shit, dass ich das Ende vom Video, vom rein Video, vom optischen her, sehr fragwürdig und seltsam fand. Ich meine, sie findet auf einmal in dieser komischen Villa, die scheinbar kein Dach hat oder total heruntergekommen ist, aber trotzdem ist alles rosa-rot und nebelig und wunderschön. Kapiere ich nicht. Baufällig, aber schön. Ist auf einmal so eine Leiter, die führt bis in den Himmel. Und das ist Mon Mon, ein kleiner Affe. Ey! Dieses blöde Vieh erlaubt es mir nicht, vorher selber was zu machen. Du kannst mich doch nicht fertig machen. Wehe, dankeschön. Gott, ey. Lebensdisk. Haben wir zum Glück ein paar. Ja, auf jeden Fall ist dort diese Leiter, die führt bis in den Himmel hoch. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Es ist künstlerische Freiheit. Diese Leiter führt einfach in den Himmel. Ganz egal, wie die physikalischen Gegebenheiten auch eigentlich wären. Es geht einfach. So, darüber will ich auch gar nicht meckern. Es gibt genug Lieder, wo künstlerische Freiheit gemacht wird. So. Aber der Himmel. Oh. Da hätte man ja fast meinen können, die Wolken wären aus Zuckerwatte. Und allein vom Ansehen habe ich Zahnschmerzen davon gekriegt. Das war ja so ekelhaft. Und das hat irgendwie überhaupt nichts mit dem Lied zu tun gehabt. Ich habe das nicht verstanden. Die Hauptmessage vom Lied ist ja irgendwie, glaube ich, dass es so ist, wie es ist. Aber was hat das mit dem Himmel mit rosa-roten Wolken zu tun, wo ich aufsteige? Da hätte ich mir eine andere Message gewünscht, die dazu passt. Oder halt ein anderes Bild fürs Ende dieses Videos. Sehr fragwürdig. So, ich will mich jetzt aber jetzt nicht mehr damit beschäftigen, weil mein Controller gerade irgendwie versagt. Hallo? Was ist denn los? Alles okay? Magst du mich nicht mehr? Habe ich zu lange über Bibi gesprochen? Welches ist das Kabel? Das ist das hier. Ich ziehe das mal kurz raus. Ich hoffe, es passiert nichts. Nein, geht immer noch nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, nein, ich kann die Folge hier noch gar nicht beenden. Das ist ja doof. Aber ich müsste eigentlich jetzt dafür, glaube ich, den Emulator kurz neu starten. Wieso geht der nicht mehr? Na egal. Gut, ich werde jetzt die Folge hier einfach schon mal beenden, weil Joystick versagen. Wahrscheinlich habe ich ihn zu sehr mit rosa Wolken und komischen kitschigen Gesang zugelabert. Ich hoffe, ihr seid noch nicht ins Koma gefallen. Genau, das wollte ich sagen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Auch wenn sie sehr, ja, kontrovers war, weil da kann ja jeder drüber streiten, wie er das Video findet, ne? Es ist ja persönlicher Geschmack. Ich habe versucht, das ein bisschen zu begründen, ein bisschen zu argumentieren. Auf jeden Fall, wenn sie euch gefallen hat, Pfoten nach oben, Pfoten nach unten, Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's richtig, bye bye, Muggins, Hepzin und
Ja, ich bin bewegungsunfähig. Ich bin gelähmt.